Wir haben vor einer Woche über den Weg des Lebens gesprochen und heute ist Teil 2. Wir starten mit der Schriftstelle, die wir auch voriges Mal schon behandelt haben, aus 5. Mose 10, Verse 12 und 13. Wir fangen aber bei Vers 11 an. Er sprach zu mir: Mach dich auf, geh hin und zieh vor dem Volk her, damit sie hineinkommen in das Land und das Land einnehmen, das ich ihnen geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl ergehe. Auf dem Weg des Lebens, wie es auf dem Weg so läuft, es gibt Berglandschaft, es gibt Wüsten, es gibt alles Mögliche, was man so auf dem Weg durchgehen muss, auch das Tal des Todesschattens gibt es auch, haben wir auch voriges Mal darüber gesprochen, kurz angeschnitten. Und natürlich sollte man darauf vorbereitet sein, auf diesem Weg, für diesen Weg. Jeder, der wandert, weiß, dass man nichts mitnehmen soll, was eventuell nicht nötig ist, was den Weg beschweren wird. Dass man das lieber nicht mitnimmt, sondern das mitnimmt, was einem nützlich ist. Und wir haben voriges Mal darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man die Furcht des Herrn unbedingt mitnimmt. Die Furcht des Herrn. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es in Jesaja 11 geschrieben steht, dass Jesus Christus 7 Geister hatte, die auf ihn ruhten. Und eins von diesen Geistern war die Furcht des Herrn. Somit ist es auch ein Geist. Und es steht auch geschrieben, dass Jesus in Jesaja 11,3 lesen wir, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Jesus Christus. Die Furcht des Herrn wird nochmal hervorgehoben. Ohne diese Furcht des Herrn würde Jesus seine Mission nicht erfüllen können. Und du und ich, wir brauchen die auch unbedingt. Die Furcht des Herrn ist einfach unverzichtbar. Wir sollen sie um jeden Preis entfalten. Du darfst auch beten, Furcht des Herrn, komm zu mir. Oder Gott, gib mir die Furcht des Herrn. Gib mir deine Furcht, damit ich bewahrt werde. Damit ich also keine falschen Wege gehe. Damit ich keine falschen Entscheidungen treffe. Damit ich immer, bevor ich etwas tue, mich von dir beraten lasse. Oder auch von Menschen beraten lasse, die die Furcht des Herrn haben. So wie es bei Jesus war. Alle, die ihr Glaubensweg erfolgreich gegangen sind oder erfolgreich waren auf ihrem Glaubensweg und das erledigt haben, was Gott ihnen aufgetragen hat, sie hatten Furcht des Herrn. Das heißt, sie respektierten Gott. Sie stellten Gott an erster Stelle. Diejenigen, die das aber nicht hatten, die Furcht des Herrn nicht hatten, die haben gescheitert. In Sprüchen 8, Vers 13 lesen wir: Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Also wenn jemand immer noch fragt, was ist die Furcht des Herrn? Hasse das Böse, das ist die Furcht des Herrn. Und liebe das Gute, liebe Gott. Weil, wie es weiter steht, Gott hasst Hochmut und Stolz oder Arroganz und bösen Wandeln, böse Wege, das hasst Gott. Du sollst es auch hassen. Und ein Mund, der schlechte Worte spricht, das hasst Gott auch. Ein Mund, der verleumderisch ist, der Lügen spricht, das kann Gott nicht ab. Und das möchte uns hier diese Schriftstelle auch vermitteln, dass das beinhaltet auch die Furcht des Herrn, dass wir auch so handeln. Das bedeutet nicht, dass wir vor dem Herrn zittern sollen und Angst haben sollen. Nein, wir sollen uns fürchten, falsche Wege zu gehen. Weil es uns dabei nicht gut gehen wird, wenn wir falsche Wege gehen. In 5. Mose 10, nochmal diese Schriftstelle, die schon vorgelesen wurde,
Verse 12 und 13. Nun Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl ergehe. Also was fordert der Herr von denen, die auf seinem Weg gehen wollen? Es geht zwar um Israel, aber wir wissen, dass wir jetzt auch im Geiste die Wege gehen, die Israel auch gegangen ist im Fleisch. Das heißt, das betrifft uns auch. Das ist voll und absolut relevant auch für uns. Auch wenn wir nicht unter dem Gesetz sind. Wir sind unter Gnade. Doch Prinzipien verändern sich nicht. Gott verändert sich nicht. Gott ist der gleiche Gott. Er hat immer noch gleichen Charakter, hat immer noch gleiche Anforderungen. Das Gute für uns ist nur, dass Jesus Christus für uns sich selbst als Opfer dargebracht hat für unsere Strafen. Und somit werden wir nicht bestraft. Aber damit wir unser Weg erfolgreich gehen, es gibt einige Prinzipien zu beachten. Und genau das gibt uns hier Gott. Dass wir Gott fürchten und dass wir auf allen seinen Wegen wandeln, wie es hier steht. Das ist mein Thema heute. Wandle auf den Wegen Gottes. Wandle auf allen seinen Wegen. Alles, was Gott für dich vorgesehen hat, ist gut für dich. Auch wenn es vielleicht für dich im Moment nicht als gut, wenn es sich nicht so anfühlt, als ob es gut wäre, doch trotzdem musst du wissen, wenn Gott mit dir ist, wenn du mit ihm bist, wenn du ihm gehorchst, auch wenn es schwierig ist, es ist gut für dich. Irgendwann wirst du es erkennen. Ein klassisches Beispiel dafür haben wir Josef. Immer wieder wird Josef da hervorgehoben, der an sich diesen Leidensweg gehen musste, und das war im Willen Gottes. Natürlich ist das so zu verstehen. Josef, wenn er es könnte, er würde gerne aus der Situation rauskommen. Er könnte es aber nicht. Deswegen für denjenigen, der denkt, okay, mein Leiden jetzt, was ich jetzt durchlebe, ich muss wie Josef das ertragen. Wenn es Ausweg gibt, wenn du etwas verändern kannst, dann verändere es. Wenn du aber nicht kannst, dann musst du Gott vertrauen. Dann führt dich Gott. Da vertraue ihm und lobe ihn trotz allem. Aber wenn du etwas verändern kannst, dann verändere es. Weil Gott gibt dir dann auch Weisheit und Kraft, dass du dein Leben zum Besseren veränderst. Lass uns den Anweisungen, Gottes Anweisungen gegenüber gehorsam sein und geduldig sein, wenn sein soll. Geduld brauchen wir immer, oder? Also mein erster Punkt Gott heute, Gott will die belohnen, die seinen Weg gehen oder die seine Wege gehen, alle seine Wege gehen. Gott ist ein Belohner, Gott ist ein Beschenker und Gott ist ein segnender Gott. In 1. Könige 2, 3 lesen wir, Vers 3, und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen, Gebote, Rechte und Ordnungen, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, damit dir alles gelinge, was du tust und wohin du dich auch wendest. Gott möchte, dass es dir alles gelingt. Höre ich ein Amen? Glaubt ihr das? Gott möchte, dass sein Volk effektiv ist. Er möchte, dass seine Kinder, wir sind nach Abbild Gottes geschaffen. Und Gott ist immer erfolgreich. Und er möchte, dass uns auch alles gelingt. Und da gilt, seine Prinzipien zu beachten. Damit es dir alles gelinge, was du auch tust und wohin du auch gehst und wohin du dich auch wendest. Oder was du auch anwendest, soll dir alles gelingen. Und das ist die Belohnung, die Gott denen verspricht, die seinen Weg, die auf seinem Weg unterwegs sind und von seinem Weg nicht abweichen. Gott will belohnen und ich bin überzeugt, Gott wird belohnen. Amen. Gott wird belohnen. Halleluja. Er wird dafür sorgen, dass alles, was du anfassen würdest, aufblühen wird. Ich habe das erlebt, sehr oft in meinem Leben.
unwissend habe ich irgendwas angefangen. Und dann hat es geklappt. Also meine Beispiele sind sehr oft um den Bau vom Haus und so. Aber das war so. Wirklich, also ohne es zu kennen, ohne es zu wissen, habe ich angefangen. Oder wir zusammen, Lydia und ich. Und siehe da, Gott hat immer Gelingen gegeben. Alles, was man angefasst hat, alles hat aufgeblüht. Und das ist herrlich. Ich erinnere mich, wo ich beim ersten Haus einfach mal gepflastert habe und da war so ein Weg, so ein Bogen wollte ich machen aus Pflaster. Und jeder normale Mensch würde das ausrechnen, würde richtig so genau ausmessen und, ne? So, dass es genau gerade ist. Ich habe zwar so ungefähr, also Erde rausgenommen, Sand reingemacht, wie er sein soll, so, ne? Aber so richtig ausgerechnet habe ich nicht. Ich habe einfach angefangen zu pflastern. Und es war genau so, genau richtig, so ein Bogen. Da habe ich angefangen, da ist es auch zu Ende gekommen. Absolut korrekt. Ich habe nur gestaunt. Und das war immer wieder ein Grund, Gott zu loben. Immer wieder. Werdet ihr, 3. Mose 26, Verse 3 bis 6, werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot in Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schafft und euch niemand aufschrecke. Schlaft. Schafft auch, aber auch schlaft nach dem Schaffen. Und ich will wilde Tiere aus eurem Land wegschaffen und kein Schwert soll durch euer Land gehen. Das verspricht Gott, das ist Segen. Segen und Segen. Das Volk Israel hatte die Wahl, Segen oder Fluch. Wenn sie das tun würden, was Gott denn gesagt hat, da schalten sie Segen frei. Würden sie das nicht tun, da kommt der Fluch. Und wir wissen, dass das weitergeht, gehen auch die anderen Worte. Falls es aber anders ist, falls sie nicht nach meiner Satzungen lebt, falls sie anderen Göttern nachläuft, dann werde ich den Himmel verschließen, ihr werdet kein Regen mehr bekommen. Und so war es genau. Elia kam und hat gesehen, dass das Volk von Gott voll abgefallen ist, anderen Göttern nachgelaufen ist. Und da hat Elia einfach gebetet und der Himmel wurde verschlossen für 3,5 Jahre. Das ist ein Zeugnis. Und das geschah nicht, weil Elia so ein Glaubensmann war. Er war ein Glaubensmann. Es geschah, weil Gott so gesprochen hat. In seinem Wort steht es so. Wenn das Volk das nicht tut, dann wird es so passieren. Elia hat einfach nach dem Wort Gottes gehandelt. Und Gott sagt hier, es kommt Regen. Wir haben hier in Deutschland jetzt noch Regen. Wir sind auch nicht immer froh, wenn es regnet. Aber es gibt Länder, die auf Regen angewiesen sind. Und Israel ist so ein Land. Sie sind auf Regen angewiesen. Und somit sagt Gott, ich gebe euch alles, damit alles wächst und nicht austrocknet. Ich gebe euch Ernte zu richtiger Zeit und das wird ausreichen. Alles, was wachsen wird, wird gedeihen und aufblühen. Frucht wird da sein. Brot werdet ihr in Fülle haben. Sicherheit werdet ihr haben. Ihr werdet im Lande leben und, und. Also all diese guten Sachen spricht Gott in sein Volk, wenn sie seine Worte beherzigen, wenn sie die Furcht des Herrn haben und nach dem Wort handeln, was Gott denn sagt. Punkt 2, Gott garantiert seine Bewahrung denen, die seine Wege gehen. Gott garantiert, wenn du den Weg Gottes gehst, garantiert er, dass seine Hand über dir ist. Auch dann, also Gott war auch mit Josef, auch wenn es schlimm war mit Josef, trotzdem war Gott mit Josef. Das war seine Bewahrung da. Gott ist, Josef ist am Leben geblieben. Josef ist sogar ohne diese Sünde geblieben. Gott bewahrte ihn. Das ist die Bewahrung Gottes. Wir denken oft, Bewahrung ist, wenn ich jetzt auf der Straße gehe oder wenn meinem Auto nichts passiert. Es gibt unterschiedliche Arten der Bewahrung. Doch die Hauptsache ist, dass Gott dich bewahrt. Dass auch wenn Unfall passiert, auch wenn was Schlimmes passiert, trotzdem du am Leben bleibst. Und nicht nur da, sondern du
auch für die Ewigkeit auch bewahrt wirst. Also die Verse davor, die ich gelesen habe, das war aus dem Alten Testament, aber wie ich schon sagte, Gott verändert sich nicht. Jetzt ein wenig aus dem Neuen Testament. 1. Johannes 5, 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und das Böse tastet ihn nicht an. Wer von Gott geboren ist, sagt Gott, bist du mein Kind, du bist von mir geboren, ich habe dich gezeugt, deswegen bewahre ich dich. Gott bewahrt so einen Menschen und das Böse tastet ihn nicht an. Warum? Weil dieser Mensch auf den Wegen Gottes geht. Er geht nicht auf den Weg der Sünder. Dieser Mensch, der von Gott geboren ist. Er fühlt sich unwohl, da wo die Sünder sind. Er will da nicht sein. Und somit tastet ihn das Böse nicht an. Im Psalm 1, 3 Verse lesen wir davon. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl, das gelingt ihm. Was er macht, das gelingt ihm. So einen Menschen bewahrt Gott, der Böse tastet ihn nicht an. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Einige Christen, die auch von neuem geboren sind, auf einmal holen sie ihre Vergangenheit ein und sie versuchen wieder die alten Beziehungen aufzuleben, ein bisschen wieder diese alten Wege zu wandeln. Oder vielleicht auch mal versuchen, auf den Weg der Sünder zu treten. Kennt ihr das? Man kommt so, am Wasser ist das oft, und da ist so ein Holzstück, also in Kindheit habe ich das oft so gehabt, ich habe versucht, ob es mich tragen würde. Ne, ich habe das versucht. Und jetzt lass uns mal kurz einen Clip anschauen, das auch das Gleiche darstellt. So ähnlich ist es auch mit dem, der tritt auf den Weg der Sünder. Man sollte nicht drauf treten. Es ist nicht unser Umfeld. Es soll uns gar nicht interessieren. Sonst passiert so etwas. Die Bibel sagt doch, dass der Teufel ist wie ein Löwe, der versucht zu verschlingen. So ähnlich wie dieser Krokodil da. Und dann versucht mal da rauszukommen. Das ist viel schwieriger, als wenn man rechtzeitig die Furcht des Herrn hat und da gar nicht hingeht. Und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. So oft werden die Auserwählten Gottes vor dem rechten Weg abgezogen von denen, die Gott nicht lieben. Wenn man irgendeine Freundschaft anfängt mit Menschen, die keine Furcht des Herrn haben, und diese Freundschaft immer inniger wird und enger wird, dann passiert es, dass der Auserwählte Gottes, der so einen wunderbaren Plan von Gott hat, aus diesem Plan rausgerissen wird. Oft ist das so, dass der Mensch sagt, ja, ich will aber helfen, ich will die Person retten. Doch wir sehen in der Praxis oft ist das anders, dass gerade die andere Person den anderen runterzieht. Ist auch einfacher. Juri, komm bitte her. Bleib bitte unten. Und lass uns mal, also du sollst mich nach unten ziehen und ich dich nach oben. Derjenige, der unten zieht, hat mehr Möglichkeiten, einen unterzuziehen, als der nach oben ziehen will. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das bitteschön, dass wir daran denken,
dass wir die Furcht des Herrn haben, dass wir Gott fragen und sagen, diese Person, mit der ich jetzt Freundschaft angehe, Herr, ist sie von dir oder ist das meine Begierde, mein Verlangen, irgendwas Fleischliches? Bitte bewahre mich vor falschen Menschen. Falsche Menschen ziehen dich zu falschen Wegen, ziehen sich von Gott weg. Deswegen Punkt 3, meide die, die dich von Gottes Weg abbringen wollen. In 1. Korinther 15, 33 steht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ob du es willst oder nicht, so steht in der Bibel. Wenn du mit Menschen verkehrst, die lästern, die Gott nicht ehren, die keine Furcht des Herrn haben, das verdirbt auch dich, ob du es willst oder nicht. Du wirst nach und nach auch so wie sie. Welche Freundschaften pflegst du? In 2. Korinther 6,14 schreibt der Apostel Paulus, zieht nicht in einen fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sehen, das Problem gab es schon immer. Gab es schon zu Zeiten von Paulus und gibt auch zu unseren Zeiten. Gab es schon sogar vor Paulus. Der Simson, der gesalbte Mann Gottes, der Richter Israels, der das Volk befreien sollte von Einfluss seiner Feinde. Was macht er? Er verliebt sich in der Frau aus dem Volk der Feinde. Gab es in Israel keine Mädchen? Nein, er verliebt sich gerade in ein Mädchen aus dem Volk, das er bekämpfen sollte. Da kann er natürlich sich schlecht bekämpfen, wenn er sich da verschwägert. Und diese Frau war ihm auch eine Falle, sie hat ihm auch eine Falle gestellt. Für uns in unserer jetzigen Situation in geistlicher Welt ist das wirklich die kostbare Beispiele. Du musst nicht alles selbst erleben. Du kannst auch lesen und daraus lernen und dich davor fernhalten, dich reinhalten und schauen. Gerade wenn man auch heiraten möchte, man muss schauen und beten und suchen diejenigen, die wirklich auch mit dem Herrn unterwegs sind und nicht aus der Welt. Weil sonst wirst du sehr viele Schwierigkeiten haben. Auch wenn du vielleicht im Glauben bleibst, trotzdem, du wirst sehr viel Leid haben im Leben. Der Salomo war der weiseste Mann aller Zeiten, sagt die Bibel. Doch er verlor seine Weisheit durch fremde Frauen. Er liebte Frauen und hat sich viele Frauen geholt aus allen möglichen Völkern, alle möglichen Prinzessinnen und Königen. Und dann hat denen auch Tempel gebaut für ihre Gottheiten. Und dann hat er angefangen, ihre Gottheiten anzubeten. Und so wurde dieser schlaue, sehr weise Mann zu einem dummen Mann. Sein Ende war nicht mehr gut. Er ließ sich verführen. Dadurch verliert man Gottes Schutz, wenn man die Wege Gottes verliert, weil es gibt Personen, die dich vom Weg abbringen können. Sei wachsam und achte darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Auch welche Menschen dich beraten. Der Salomo, nachdem er starb, da kam sein Sohn Rehabeam als sein Nachfolger, sein Thronnachfolger, wurde König über Israel. Und nachdem er als König ausgerufen wurde, kam das Volk zu ihm und bat ihn um ein Gefallen und sagte, dein Vater hat uns so ein Joch auferlegt, wir können es nicht mehr tragen. Bitte erleichtere uns dieses Joch. Bitte sei gnädig zu uns, wir sind schon echt ausgebeutet und so. Er sagte, okay, gib mir 3 Tage. Nach 3 Tagen könnt ihr wiederkommen. Das ist nachzulesen in 1. Könige 12. So, und dann hat er die Berater seines Vaters geholt, die älteren Herren. Und die sagten, ja, geh dem Volk entgegen. Mach das dann etwas milder, sie werden dich dafür lieben. Er sagt, okay, dann holte seine neue Berater, seine Altersgenossen. Und die sagten, was? Was wollen sie? Wenn dein Vater hart war, sei noch härter. Sei noch härter, sei kein Weichei. Hey, sei ein Mann, ne? So. Und dann, was haben sie ihm geraten? Sie haben gesagt, sag solche Worte. Wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat,
so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so werde ich euch mit Skorpionen züchtigen. Wow, was für ein harter Mann. Das Volk kam. Er hat diese Worte gesprochen. Das Volk sagte, was sollen wir mit dir? Wir gehen nach Hause. Und so anhand von diesem schlechten Rat, von schlechtem Einfluss, hat das Reich Israel sich geteilt. 10 Stämme sind abgewandert. Bei diesem Sohn von Salomo, von diesem riesigen Reich, sind nur 2 Stämme geblieben. Und somit wurden da 2 Reiche oder 2 Königreiche, Juda und Israel. Also merkt ihr, was für ein Ausmaß schlechter Einfluss hat. Sogar das Reich hat sich geteilt in Folge. Also man sollte nicht mit denen eng befreundet sein. Ich meine nicht, dass wir gar keine Freundschaften mit der Welt haben sollen. Es ist schon wichtig, dass wir mit Menschen Kontakt haben, um sie wiederum zu evangelisieren. Das ist schon sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber wenn das eng wird, hey, das ist meine beste Freundin oder mein bester Freund, dass es ein weltlicher Mensch ist, dann frage ich mich, ob du auf dem richtigen Wege bist. Weil die Menschen, die keine Furcht des Herrn haben, die haben kein Gewissen. Wenn sie etwas Schlechtes tun, ihr Gewissen verklagt sie nicht. Sie lügen und fühlen sich wohl dabei, sie stehlen oder hinterziehen Steuer und sind stolz drauf. Sie verletzen Menschen und das macht denen auch nichts aus. Bei solchen Menschen ist keine Furcht des Herrn und du sollst denen aus dem Weg gehen. Wenn Gott dich segnen möchte, oft ist es so, dass er dir Menschen, gute Menschen zur Seite stellt. Menschen, die dich bereichern. Menschen, die dich ergänzen. So wie wir jetzt auch Juri und Ina hier geehrt haben. Sie ergänzen sich gut. Wenn aber der Feind dich vernichten will, er stellt dir auch Menschen zur Seite. Er führt in dein Leben Menschen, die dich kaputt machen sollen. Da musst du achten. Jedes Mal, wenn jemand neu in dein Leben reinkommt, scanne ihn. Schaue, was ist das? Was ist das für eine Person? Wo kommt die her? Vielleicht ist das ein Agent des Feindes, der komische Mission hat. Oft ist das so, dass die Person ahnt es selbst nicht, die wissen es selbst nicht, dass sie im Auftrag des Feindes unterwegs sind. Aber wir wissen auch, dass der Feind sehr stark in Einfluss ausübt und Menschen gebrauchen kann als seine Werkzeuge. Gott gebraucht auch Menschen als seine Werkzeuge, aber der Feind, der Teufel auch. Darum ist für uns Wachsamkeit angesagt, dass wir die Menschen, die mit uns zusammen sind oder die in unser Leben reinkommen, dass wir sie prüfen. Von wem sind sie? Verlässt du den rechten Weg, dann gehen schöne Verheißungen Gottes verloren. Gott will dich beschenken. Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir. Und er möchte, dass du auf allen seinen Wegen gehst und bleibst. Halleluja. Er möchte dich segnen. Er möchte dich beschützen. Er möchte dich versorgen. Doch das alles findest du auf dem Weg Gottes. Oder wenn du alle Wege Gottes gehst, auf seinen Wegen gehst. Weiche nicht von diesen Wegen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem. Es wird dem gut gehen. Er wird glücklich sein. 4. Bewege dich in deinem Lebensraum. Gott hat Lebensräume geschaffen. Jedes Lebewesen hat seinen Lebensraum. Wasser ist für Fische. Ist nicht für Menschen. Wir nutzen Wasser, wir trinken Wasser, wir baden, wir schwimmen auch ab und zu, aber das ist nicht unser Element, wo wir uns total wohlfühlen wie die Fische. Die Fische sind da zu Hause im Wasser. Auch andere Meereswesen. Die Luft ist für die Vögel oder für dich auch. Natürlich auch für uns zu atmen und so. Wir gebrauchen Luft, aber das ist gerade nicht unser Lebensraum, wo wir fliegen wie die Vögel. Für die ist das echt so gedacht, ja, sie haben noch Flügel. Und wir Christen, wir brauchen auch unser Lebensraum. Jedem von uns so gedacht hat.
Jede Pflanze soll auch in ihrem Lebensraum gepflanzt werden. Das heißt, die Erde, die zur Pflanze passt, und weitere Komponenten, dass die Pflanze so braucht wie Nährstoffe und Sonnenschein und Wasser und so. Das ist dann ihr Lebensraum. So ist es auch mit uns. Damit wir wachsen können, brauchen wir einen passenden Lebensraum. Israel, als das Volk Israel in der Wüste war, da war Gott auch ihr Lebensraum. Er hat denen in der Wüste echt wunderbare Sachen gemacht. Am Tage, wo es heiß war, da war Wolkensäule, Klimaanlage. Gott hat sie so gut versorgt, auch mit diesen Sachen. Nachts in der Wüste ist immer kalt, da war Feuersäule. Gott machte für das Volk auch Lebensraum, damit sie gut leben, gut überleben. Und du sollst auch wissen, solange du mit dem Volk Gottes auf dem Weg Gottes unterwegs bist, musst du wissen, er sorgt dafür, dass du beschützt bist und dass du gedeihst, dass dir alles gelingt. Er schafft dir deinen Lebensraum. Gehst du aber aus diesem göttlichen Lebensraum aus, verlässt du dieses wunderbare Klima, geht es dir nicht mehr gut. Da verlierst du seinen Schutz. Warum trocknet hier und wieder bei manchen Christen ihr Glaube aus? Sie haben gut angefangen, vor Feuer und Flamme, der Glaube, Halleluja, und der Glaube ist scheinbar immer noch der gleiche, aber das trocknet aus. Irgendwie ist das nicht mehr so, wie es war. Warum? Womöglich haben sie angefangen, andere Wege zu gehen oder zu treten, die Wege der Sünder, oder verlassen einfach Lebensraum, was Gott für sie zugedacht hat. Alles, was gesund ist und lebt, wächst. Und wenn der Glaube nicht mehr wächst, sondern eher schrumpft, dann gibt es ganz sicher auch Gründe dafür. Und die Gründe dafür sind der Lebensraum. Dein Lebensraum, mein Lebensraum. Das Klima stimmt nicht mehr. Darum sage ich immer wieder, dass die Gemeinde sehr, sehr wichtig ist. Die Gemeinde ist so ein Ort, wo Gott für uns seinen Lebensraum geschaffen hat. Die Gemeinde dient uns damit, dass wir wachsen, dass wir einander ergänzen. Auch wenn es manchmal nicht sehr angenehm ist, wenn jemand auch etwas in unser Leben redet, trotzdem ist es gut für uns. Es ist von Gott zugedachter Lebensraum für dich und mich. Bewegt man sich aber als Christ in einem anderen Umfeld, dann schrumpft der Glaube und die Freude wird verloren. Wir wissen, dass der Teufel ein Dieb ist und wenn etwas schlecht liegt, wird geklaut. Gott möchte aber, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist, dass wir fröhlich durch das Leben gehen, dass uns alles gelingt. Somit hat er uns die Furcht des Herrn gegeben. Und das ist auch, die Furcht des Herrn sorgt auch für dieses gute Klima in unserem Leben und beschützt uns. Und wenn man da rausgeht, erlebt man Druck und Dreck in der Welt und der Glaube schrumpft. Sommerpflanzen stellt man im Winter nicht nach draußen, oder? Wenn du vergisst, deine Sommerpflanze im Herbst reinzubringen, wird sie eingehen. Mit uns ist es auch nicht anders. Wir sind geschaffen für den Lebensraum, für den wir geschaffen sind. Und das ist Gemeinschaft der Heiligen unter anderem. Das darf nicht vernachlässigt werden. Auf gar keinen Fall. Das Wort Gottes, du sollst immer wieder lesen die Bibel, immer wieder beten, und du brauchst diese Komponenten in deinem Leben. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst die Gegenwart des Herrn. Du brauchst auch Geschwistern. Dafür bist du geschaffen, damit es dir gut geht. Wisst ihr, es gibt kranke Menschen, denen die Ärzte empfehlen, dass sie mal vielleicht entweder auswandern oder umziehen, weil das Klima für sie nicht passt. Übertragen auf uns. Es gibt auch Orte, die für uns gar nicht geeignet sind, die uns krank machen. Lass uns darüber nachdenken und auf allen Gottes Wegen gehen. Sonntag zum Gottesdienst gehen, das ist absolut normal. Das ist unser Lebensraum, oder? Also, wenn ich mal Sonntag zu Hause bleiben würde, ab und zu,
Es ist schon mal vorgekommen, dass irgendwas ausgefallen ist und ich bin zu Hause geblieben. Das war so langweilig. Ich dachte, hey, wie halten die Menschen es aus, die nicht zum Gottesdienst kommen? Sonntag, ganzen Sonntag zu Hause sitzen, wenn doch das Wetter nicht gut ist. Da fällt die Decke auf den Kopf. Und es ist so gut, dass wir die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, einander zu sehen, einander zu begrüßen, einander zu umarmen, einander etwas Nettes zu sagen, zu erbauen. Ist das schön? Ich finde es schön. Die Gemeinde ist etwas Wunderbares. Und wenn du in der Gemeinde bist, bist du auch unter dem Schutz des Herrn. Die Bibel sagt auch, dass wir unter dem Schirm des Herrn sein sollen. Das heißt, mit dem Schritt halten sollen, seine Wege gehen sollen. Dann sind wir beschützt. Petrus ging mal aus diesem geschützten Raum. Er ging seine eigenen Wege. Keiner hat ihn eingeladen, dass er in den Hof von Kaiphas hingeht, da wo Jesus verhaftet war und verhört wurde und geschlagen wurde. Keiner hat gesagt, Petrus, geh hin. Petrus ging aber hin. Aus welchem Grund auch immer. Und das war nicht sein Lebensraum. Das war nicht sein Lebensraum. Die Folge war, er ist gefallen. Er hat Jesus verleugnet, dreimal. Weil der Raum da war voll von Finsternis. Die Präsenz des Bösen war so massiv, dass Petrus da gar nicht standhalten konnte. Er hatte keinen Auftrag hinzugehen, ist aber trotzdem gegangen. Da sollen wir auch in unserem Leben prüfen, hey, habe ich Auftrag? Okay. Aber jetzt von alleine hingehen, wo ich weiß, dass da nicht mein Umfeld ist, warum soll ich das tun? Der gleiche Petrus, nachdem er sich dann bekehrt hat und wieder aufgebaut wurde, Jahre später schrieb folgende Worte in 1. Petrus 5,8: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Seid nüchtern und wacht. Das heißt, Leute, vergiss das nicht. Wir sind im Krieg. Es gibt einen Feind, der ständig auf seine Beute lauert, wie ein wildes Tier. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, so wie dieser Krokodil da. Der Widersacher will dich verschlingen. Und auf dem Territorium des Todes wird das Leben vom Tod verschlungen. Die Ängste, Unsicherheiten, Zweifel, Unglaube, Stolz, Rebellion, Murren und Kritik sucht. Es ist auch nicht dein Lebensraum. Gott möchte dich davor schützen und warnen, dass du das bitte nicht in dein Herz nimmst oder dass du diese Luft nicht einatmest. Weil diese Luft ist nicht mehr die Luft, sondern es ist giftiges Gas, das dich einfach vergiftet. Das ist Gift. Wenn man die Ängste zulässt, obwohl du Kind Gottes bist, du brauchst keine Ängste haben. Jesus, der Befreier, hat dich davon befreit. Darauf kannst du dich stellen und das proklamieren und nicht diese Sorgen und Ängste in dein Herz reinlassen, weil die dich vernichten. Das ist auch nicht dein Lebensraum. Dein Lebensraum ist, du bist der Gerechte. Du bist unter dem Schutz des Herrn. Keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Das ist dein Lebensraum, das du proklamieren sollst. Und auch beschützen sollst und da drinnen stehen sollst. Die Zweifel und Unglauben sollst du auch aus deinem Herzen verbannen. Stolz und Rebellion soll gar nicht in dein Herz reinkommen. Aber wenn du das irgendwo merkst, dann verabschiede dich davon. Das ist nicht dein, das ist nicht von Gott. Alles, was nicht von Gott ist, gehört auch nicht dir. Oder murren oder kritisieren. Wenn man das zulässt, dann atmet man Gift ein. Auch ein gesunder Mensch, wenn er keinen Sauerstoff bekommt, wird sterben. Deswegen du als Christ, du brauchst unbedingt deinen Sauerstoff, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Atme den Heiligen Geist ein. Atme ihn ein. Immer wieder. Immer wieder. Und vergiss nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist dein Lebensraum. Komm immer wieder in die Gemeinde. In 1. Johannes 1,7 steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, rein vor aller Sünde. Das ist Verheißung für die Gemeinschaft. Wenn du in die Gemeinschaft der Heiligen kommst, da wandelst du schon im Licht, weil Gott ist Licht.
Und wir sind das Licht der Welt. Und wenn Lichter zusammenkommen, das wird immer heller. Amen. Und so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi schaltet sich und reinigt dich. Schaltet sich frei und reinigt dich vor aller Sünde. Ist das nicht herrlich? Also, wem gibst du Raum? Was atmest du ein? Die, die in Gaskammern gefangen sind, die atmen giftige Gase, negative Gedanken, das ist schlecht für, und jenes ist schlecht. Und noch was so schlecht ist, immer negativ drauf. Hey, das ist nicht dein Umfeld, ist nicht dein Lebensraum. Gott hat das nicht für dich zugedacht, dass du niedergeschlagen durch das Leben gehst und nie negative Gedanken denkst. Du bist der Herr über dein Denken, du kannst dein Denken ändern. Du kannst sagen, Schluss, ich will nicht mehr über diese negative Sache denken. Nicht nur reden, sondern denken allein. Dann auch noch reden, ist noch schlimmer. Dass wir das echt unterbinden, schlechtes Denken. Das liegt in unserer Gewalt. Sogar zu Kain, sagte Gott, die Sünde liegt vor der Tür, aber du herrsche über sie. Mit der Hilfe von Jesus Christus, mit seinem Tod und Auferstehung, mit der Autorität, die er uns gegeben hat, haben wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten zu herrschen über schlechte Eigenschaften, über schlechte Sachen, als Kain es konnte. Komm zurück in den Lebensraum, den Gott für dich vorgesehen hat. Fange an, den Heiligen Geist einzuatmen, auch wenn du zu Hause bist. Denke daran, denke an diese Predigt und sag, Herr, ich will zurück in meinen Lebensraum. Wenn ich falsche Wege gegangen bin, vergib mir bitte. Heiliger Geist, komm in mein Leben und sprich zu mir. Die Furcht des Herrn, komm in mein Leben und zeige mir die Grenze, markiere mir die Grenzen, wo ich nicht hin soll. Er wird das machen. Er tut das. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo ich immer wieder erzähle, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, aber der himmlische Vater hat aufgepasst. Und da, wo du all diese Freiheiten als Kind, als Jugendlicher hattest, normalerweise, man denkt, hey, keiner passt auf dich auf. Du bist draußen mit den Jungs unterwegs. Du kannst dir an sich alles leisten oder alles erlauben, alle möglichen Sünden, die sie auch tun. Aber Gott sei Dank, es war immer eine Grenze da. Ich wusste bis dahin nicht weiter. In mir drinnen, irgendwie war diese Grenze. Natürlich waren das Gebete der Eltern. Und natürlich war das die Furcht des Herrn, die dadurch auch freigeschaltet wurde. Die mir einfach markiert hat, bis dahin und nicht weiter. Das ist nicht dein Lebensraum, das ist Todesraum. Geh nicht hin. Jesus Christus ist ein Befreier. Und alle Gaskammern, alle Schlösser sind gesprengt. Du brauchst nicht in Gaskammer sitzen und diese Gifte einatmen. Gefängnisse sind geöffnet. Deswegen dürfen wir, wenn du noch da irgendwo sitzt, wenn du das immer noch einatmest, du darfst da raus. Treffe heute die Entscheidung und sag, Gott, ich will auf allen deinen Wegen wandeln. Gib mir deine Furcht. Gib mir deine Furcht. Bewahre mich vor falschen Entscheidungen und bitte lenke mich. Ich will auf deinen Wegen wandeln, nicht auf meinen eigenen und nicht auf den falschen Wegen. Er wird es tun. Er wird dich bewahren und er wird dich befreien. Und wenn du dich vergiftet hast, kennt er auch gute Mittel, um dich wieder gesund zu pflegen. Er ist der beste Arzt. Deswegen lasst uns auch achten, was für Menschen um uns herum sind. Dass wir dies kennen, dass wir schauen, nicht jetzt unbedingt jeden Menschen so verdächtig anschauen. Wer bist du überhaupt? Vielleicht bist du Agent des Feindes. Aber in sich hören. Und auch beten, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen. Wir haben heute im Zeugnis gehört, wie wichtig das Beten ist. Wenn du betest, da handelt Gott. Er warnt dich auch. Wenn du sensibel genug bist, spricht er zu dir, weil er daran interessiert ist, dass du beschützt wirst. Dass du erfolgreich bist. Dass du im Plan Gottes unterwegs bist. Dass du mit deinem Leben Gott ehrst. Das will Gott. Das will Gott. Darum, lass uns jetzt aufstehen, wir kommen zum Herrn und beten gemeinsam.